und herzlich willkommen zu Pauletech und zu einem neuen Frage- und Antwort-Video. Wenn du auch Fragen hast zu den Themen Fitness, Ernährung oder Motivation, dann poste deine Frage einfach auf meiner Facebook-Fanpage oder hier bei YouTube unter dem Video und ich verspreche dir, ich schreibe mir alle Fragen auf und werde sie dann nach und nach per Video beantworten. Heute möchte ich eine Frage beantworten, die ich auf meiner Facebook-Fanpage bekommen habe. Und zwar von der Anna Luisa. Und die Anna Luisa schreibt: Ich komme spät nach Hause und da ist der Griff ins Tiefkühlfach schnell da. Wobei da außer Tiefkühlgemüse im Moment nichts drin ist. Aber abends kohlenhydratarm zu essen ist schwierig. Brot ist auch schneller geschmiert als ein Steak gebraten. Was habe ich also für Möglichkeiten, mir was Nahrhaftes, Schnelles zu zaubern? Also Zeit ist natürlich immer ein Problem. Da geht es der Anna Luisa nicht alleine so, sondern es ist oft so, dass wenn wir keine Zeit haben, wenn wir im Stress sind, dann greifen wir schnell zu Dingen, die eben nicht gerade figurfördernd sind, die nicht deine Fitnessziele unterstützen und die meistens eben auch nicht besonders gesund sind. Deshalb ist das wirklich tatsächlich ein ganz allgemeines Problem. Und dazu gibt es eigentlich ein paar Tipps und Tricks, die man ganz gut anwenden kann, um das Ganze zu umgehen. Das erste ist, du solltest, und das schreibt sie ja auch schon so ein bisschen, dass da jetzt nur Tiefkühlgemüse drin ist, du solltest niemals Sachen zu Hause gebunkert haben, die deine Trainingserfolge oder auch deine Ernährungserfolge sabotieren. Das heißt, alles, was dich auf Dauer dick, krank und damit auch unzufrieden macht, solltest du überhaupt nicht erst in der Küche, im Kühlschrank oder im Vorratsraum haben. Also ganz wichtig, radikal aufräumen, alles rausschmeißen. Wenn da Tiefkühlpizza drin ist, Eis, Chips, was weiß ich was, alles, was eben nicht so besonders förderlich ist, raus damit. Denn wenn es erstmal in der Küche ist, wenn es den Weg in deine Wohnung und dein Haus gefunden hat, dann hast du eigentlich den Kampf schon längst verloren, weil dann schreien die Sachen so laut, da braucht man fast schon unmenschliche Disziplin, dass man dann nicht dann doch schwach wird. Sehr viel einfacher, wenn das Zeug gar nicht erst da ist. Gut, das heißt eben, das ist das eine. Das andere ist natürlich, du hast dann trotzdem Hunger und du sollst es auch nicht leer haben, sondern du sollst gesunde Alternativen drin haben. Tiefkühlgemüse ist definitiv in Ordnung, auch wenn frisches Gemüse besser ist, weil einfach durch das Tiefgekühlte doch eben einige Nährstoffe verloren gehen oder einige Studien sagen, dass das eben dann doch nicht mehr ganz so nahrhaft und nährstoffreich ist. Ganz, ganz wichtig ist, dass du dein Essen vorplanst. Also es darf überhaupt nicht erst die Situation entstehen, dass du nach Hause kommst und denkst, boah, habe ich jetzt einen Hunger und es ist eigentlich nichts Gescheites da und dann schmiere ich mir eben doch schnell ein Brot oder schieb mir eben doch schnell die Tiefkühlpizza rein. Also diese Situation darf gar nicht erst entstehen und das schaffst du nur, indem du vorplanst. Also gerade wenn du weißt, du kommst abends spät nach Hause, dann ist das ja keine einmalige Situation, sondern es gehört ja zu deinem Alltag dazu. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass du dir am besten schon für 7 Tage im Voraus vorplanst, dass du wirklich weißt, was isst du abends. Rezepte dazu, also Rezepte, die, wenn es jetzt dein Ziel ist, Körperfett zu verbrennen, Körperfett abzubauen, überflüssige Kilos zu verlieren, gibt es wirklich wie Sand am Meer und da gibt es auch wirklich richtig, richtig gute und auch welche, die schnell gehen. Jetzt nur um ein paar zu nennen, also ich esse zum Beispiel wahnsinnig gerne abends auch einfach eine gemischte Gemüsepfanne und das geht schnell, weil man kann das Gemüse auch vorher schon klein geschnitten haben, also wenn die Zeit dafür zu knapp ist, kann man am Vortag machen, kann es im Kühlschrank aufbewahren oder wenn man sogar länger planen will, dann eben die Notfalllösung wählen und das Gemüse tiefgefroren aufbewahren, dann hast du das schon da, dann kannst du dir, wenn du möchtest, zum Beispiel ein paar Bio-Eier dazu machen, dann kannst du dir daraus ein Omelett zaubern. Du kannst dir einen leckeren Salat machen, auch den kann man eben schon vorbereiten und mit einfachem Essig und Öldressing machen. Man kann sich zum Beispiel ein eigenes Eiweißbrot backen, wenn man es dann eben doch ganz schnell haben will. Das hält sich im Kühlschrank auch circa 5 bis 7 Tage, wenn du es in eine Tupperschüssel machst und im Kühlschrank hältst. Also da gibt es wirklich massig Rezepte. Und es kommt gar nicht so sehr auf das Rezept an, sondern es kommt wirklich darauf an, dass du planst. Also, dass du genau weißt, okay, am Dienstag komme ich erst um 9 nach Hause, da habe ich immer einen tierischen Kohldampf, dann habe ich die Sachen aber schon im Kühlschrank und kann das einfach zusammen in die Pfanne schmeißen und mir zum Beispiel so eine Gemüsepfanne machen. Deshalb
noch wichtiger als die eigentlichen Rezepte ist die Planung. Natürlich ist es immer ein bisschen mehr Aufwand, als sich eine Tiefkühlpizza reinschieben, aber dafür ist ja der Erfolg, den du dadurch hast und die Resultate, die du dadurch bekommst, das allemal wert. Das ist ganz wichtig, man muss es sich natürlich selber, du musst es dir selber wert sein, das Tick mehr, das i-Tüpfelchen mehr Zeit zu investieren, um deinem Körper, deiner Figur und dir selbst einfach was Gutes zu tun. Also Planung, ganz, ganz wichtig, gilt für alle, die dasselbe Problem haben, eine Woche am besten im Voraus planen, nur dafür einkaufen, was man kann, schon vorbereiten und dann sind die Resultate, die du dadurch bekommst, sind wirklich gigantisch. Ich hoffe, dieser Tipp hilft dir. Ich hoffe, du setzt ihn auch um. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, lass es mich wissen auf meiner Facebook-Fanpage oder hier bei YouTube und ich werde mir die Frage aufschreiben und beantworten. Wenn du Lust hast auf 90 völlig kostenlose Rezepte, die dir dabei helfen, dein Körperfett abzubauen, dann klick einfach auf den Link in oder unter diesem Video und ich sende dir meinen gratis Abnehmplan per E-Mail zu. Bis dann. Ciao.